So. Das immer. Die zwei Knallkörperhammer. Die Animation. Wahnsinn. Also was Blödes. Level Up vom Wolli Rainer. Hier. Musst du angucken. Das ist so bescheuert. Ich habe erst gedacht, es stirbt. Es wälzt sich. Das ist die Animation seines Level-Ups. Okay, warum auch nicht? Ja. Spinn ein wenig rum. So, okay, ihr bleibt da stehen. Ich gehe weiter Pelz sammeln. Was bist denn du für ein Level? Uninteressant. Ja, uninteressant jetzt nicht, aber zu wenig. Draußen ist ein Ichti. Da drüben gibt es Pinguine, Piranhas im Wasser, in der Kälte. Die sind ja bescheuert, die Viecher. Im Wasser kannst du nicht kämpfen, hä? Machst du dem gar nichts. Aber jetzt hast du weggesnackt. Na dann. Weiter geht's. Ich möchte jetzt innerhalb der nächsten Tage den Aufseher mindestens einmal besiegen. Rhino, welches Level? 24. Okay, tut mir leid für dich. Das Horn gibst du mir natürlich auch. Ach, das sind ja ganz süße kleine Pinguine. Baby Kairoko, ja süß. Aber ein Baby zu zähmen ist halt doof. Ich habe das einmal gemacht, ne? Hab nicht drauf geachtet. Hab ein Juvenil, glaube ich, oder heranwachsen oder so. Problem an denen ist daran, dass man die sofort so nachfüttern muss, dass die nicht verhungern. Und das ist mir zu blöd. Das mache ich dann also erst, wenn ich sie wirklich selber auch ranzüchte. Nicht, dass mir hier was wegstirbt, weil ja, ich irgendwo Scheiße baue. Habe ich das Falsche gezähmt einfach. Aha. Naja, Mistviecher. War wohl nix, wa? Aber ich kann eigentlich mal Inselmaschine den ganzen Pelz geben, weil der ist ja, wird ja auf Dauer viel zu schwer. Das Horn eines Wolli Rhino, haha. Aber ich habe doch mehr als eins schon getötet, oder? Habe ich das dann alles dir gegeben? Ah ja, eins bis jetzt bloß. Naja, gut, warum nicht? Ich war der Meinung, es war mehr. War dann wohl nicht so. Ja, der duckt sich da am Boden und macht dann einen Hund-Affen-Blödsinn. Braucht man auch jetzt nicht, danke. Ja, ich finde Tiere ganz witzig, aber ich bin irgendwie kein Hundemensch. Ich bin eher so Richtung Katze. Katze finde ich lustiger. Hey! Ach so. Ach du war. Oh. Stichwort Katze. 128er Katze. Naja, warum nicht? Aber das wäre mir fast lieber gewesen, die zu zähmen. Ja, es ist immer, wenn man nicht aufpasst, dann ja, hat man es halt verschissen. Gut, ich habe einigermaßen vernünftige Rüssis schon dabei. Aber ich brauche bis jetzt auch gar keine. Ich merke bis jetzt noch nichts von Kälte. Also scheint mir die Steampunk-Rüstung zu reichen. Das heißt, mein ganzer Aufwand, den ich hier gerade betreibe, um in die Aufseherhöhle zu kommen, ist wahrscheinlich Unsinn. Weil, oh. Weil mir wohl da auch die Steampunk-Rüstung reichen würde. Bei mir ging es ja jetzt darum, ich will Pelz sammeln, um monstermäßige Pelzrüstungen zusammen zu schustern. Ich denke nur, wenn ich die jetzt wirklich mache, dann wäre mir das sogar hier zu warm. Probieren wir aber mal aus. Aber ich glaube, ich brauche keine, weil wir sehen ja, dass ich jetzt nicht friere. Also vergiss es.
Weil es ein Ausgewachsener. Nee, heranwachsend. Bringt auch nichts. Ich brauche schon Erwachsene. Naja. Weil Mammut. Mammut bringt Pelz. Nee, ich will nicht Inselmaschine sehen. Oh, 176er. Eigentlich so schade zum Töten, aber ja, erst wenn sie wirklich 200 sind. Also töten meine, was soll's. Egal. Stirb. So. Und da ist ein Megatherium. Auch süß, Level 16. Ich kann nicht mit der Axt töten, ey. Bist ja voll putzig. Ja, Faultier habe ich. Mammut ist mir kein. Beim Nashorn habe ich keinen Namen. Gerne was dazu schreiben, falls euch da was einfällt. Also, ich meine, das Faultier heißt Sid, ist klar. Aber ich wusste jetzt nicht, wie ich das Nashorn nennen soll. Ey! Sonst kriegen sie einfach irgendwann alle voll die bescheuerten Namen, die überhaupt nichts mit den Viechern an sich zu tun haben. Hey? Ah ja, okay, du musst bloß erst irgendwie ein bisschen alles auf die Reihe bringen. Kriegen sie irgendwann einfach die bescheuerten Namen, die mir so gerade einfallen. Die überhaupt nichts mit den Viechern zu tun haben. Was willst du denn? Du warst aber nicht der Meinung, dass du jetzt angreifst, oder? Boah, die Überblendung durch den Schnee, ey. Ekelhaft. Na, was ist mit dir schief gelaufen? Wir können auf dem Rückweg eigentlich gleich die ganze Bagage schon mal mitnehmen oder teilweise. Wir müssen ja dann zum Vulkan. Oh, da kommt die Sonne raus, ey. Wahnsinn. Das mag meine Pflunze. Ja, ich habe zum Abschied eine Orchidee gekriegt. Die freut sich über ein bisschen Licht. Definitiv. Was ist denn jetzt mit dir? Kriegst du es auf die Reihe oder was? Da ist ein Schaf, oder? Die bieten wahnsinnig viel Pelz für ihre Größe. Nee, du kriegst es irgendwie absolut nicht auf die Reihe. Also mach die Steine weg, vielleicht kriegst du es jetzt auf die Reihe. Nee. Mach den zweiten Stein weg. Kriegst du es jetzt auf die Reihe? Immer noch nicht? Willst du mich verscheißern? Junge, ist das dein Ernst? Echt jetzt? Ich mache jetzt hier alles weg. Also du musst es doch auf die Reihe kriegen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bist du runtergefallen, du Idiot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wie ich diesen Kindergarten hasse. Nee, nicht den Pelz wegschmeißen. Hier. 700, gut, ich habe vorhin, glaube ich, schon irgendwas geschlachtet, aber das gab jetzt mir. Das kleine Schaf, mindestens 300 Pelz. Total geil. Hopp. Wo ist denn jetzt blöde Inselmaschine hin? Du bist so doof. Ja, jetzt müssen wir ins Wasser wegen dir, ne? Weil du da nicht mehr wegkommst. Komm mit. Hier drin wird es richtig kalt. Okay, da bräuchte man echt nochmal eine Pelzrüstung. So, komm mit. Bist du ein dummes Tier, echt? Oh, das sind ein paar Wölfe, glaube ich, auf der Plattform. Ja, die waren dann da gleich auf der Plattform. Hi. Ja, jetzt hast du es ja noch weggesnackt, du Blödmann. Du holst doch keinen Pelz raus, du Affe.
Was ist denn da drin? Eine Armbrust. Bullshit. Das Radio, also Funk, brauche ich überhaupt nicht, weil ich ja alleine bin hier. Es wäre interessant, wenn man halt mehrere Leute hat und was. Und abgesehen davon, dann zockt man über TS. Und nicht hier über irgendwelche Ingame-Möglichkeiten. Aber gut, kann man sich darüber streiten. Was mit dir? Welches Level? Ja, gut. Darfst den Weg alles Irdischen gehen. Es tut mir leid, Bruder. So. Na, du Scheiße. Pelz. Naja, wir haben ja trotzdem einiges an Pelz. Aber ich denke mal, zum Aufrüsten wird es nicht reichen. Weiß ich aber nicht. Oh, ach ja, das Schaffleisch. Geil. Aber isst der das jetzt? Ich hoffe, der isst es nicht. Dass der mir das übrig lässt, bitte. Weil das wäre jetzt scheiße, wenn der das isst. Ich glaube, da habe ich ihm auch schon was gegeben, genau. Ja, komm, dann gib das her, dann gebe ich das alles. Inselmaschine, Alter! Lass mich ran, dass ich bei dir... Du bist furchtbar, ey. Ich hoffe, du isst es nicht. Das ist jetzt 591. In 20 Minuten würde eins kaputt gehen. Naja, dann schau mal, wenn wir das Video beenden, nochmal. Ob noch alle da sind. 591. So. Kommen wir jetzt mit dir irgendwie hier rauf oder kriegst du das nicht auf die Reihe? Ja, ich krieg's ja nicht mal auf die Reihe, also vergiss es. Ich glaube, wir gehen nach Hause so langsam. Oh! Auf dem Heimweg noch ein bisschen was geschlachtet und gut ist. Weil, wie gesagt, ich denke, wir werden sowieso nicht so viel brauchen, wie ich dachte. Ich brauche gar keine Superpelzrüstung. Och, du nervst, weißt du das? Ich habe gedacht, ich brauche da was Mördermäßiges, aber nee. Brauche ich nicht. Weil ich friere definitiv nicht. Da ist ein Manta. Naja, der will entweder gleich aggro oder egal. Braucht man nicht. Also meine Steampunk-Rüstung hier reicht. Da drüben klopft sich gerade irgendwas, glaube ich, habe ich gesehen. Oder hat sich geklopft. Da ist noch ein Megatherium. Können wir nochmal gucken. Also ein Faultier. Ey, das hast du jetzt geschafft. Du bist der Wahnsinn, echt. So, was mit dir? Ja, Level 32 da, tschüss. Gib mir deinen Pelz. Weiter. Oh oh. Oh oh. Ja, so ein Pinguin könnte... Alter, so ein Pinguin könnte man sich ja auch noch holen. Die haben früher auch Wärme an die Umgebung abgegeben. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Weil jetzt gibt es dafür ja eigentlich den Otter, den du dir um den Hals legst. Und dann gewärmt wirst. Bist du hinter mir? Ja, Wahnsinn. Ich glaub's ja nicht, ey, echt. Ja, also das Verhalten der Viecher nervt manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Da oben sind, glaube ich, habe ich, glaube ich, gerade meine zwei grünen Punkte aufschimmern sehen. Nehme ich die gleich mit. Was ich an der Base habe, habe ich noch. Muss ich später nicht rumblödeln. Könnte man machen. Wenn wir durchkommen überhaupt mit den ganzen Knallköpfen. Das ist ja die zweite Frage. Ja, komm. Was stört dich denn jetzt? Willst du mich verscheißern? Alter, ich bringe dich da selber raus. Hast du einen Sattel und... Hä? Alter! Ich pack mich selber fest. So rum sieht's aus. Eieieiei. Schwierig. Echt schwierig. Komm mit. Ja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir dann
Ja, warte mal. Mach mal anders. Die sollen alle Isegrim folgen. Weil dann kann ich absteigen und kann notfalls den Weg freimachen und sie lassen mich trotzdem in Ruhe und versuchen weiter dem blöden Wolf zu folgen. Das ist die bessere Wahl. So. Aber lieber keine großen Höhen, weil sonst, wer weiß, ob die Scheißviecher sterben. Oh oh. So, wie geht's dir so? Hast ein paar Level wahrscheinlich. 60.000 Leben jetzt, nicht schlecht. Was macht ein Wolli Rhino eigentlich? Ich glaube, das ist gar nichts Besonderes, oder? Ist das, ist das auch ein Holzfäller? Also, eigentlich ist der Mammut das Holzfäller. Weiß nicht, was macht denn das Rolli. Das Rolli Weino. Mhm. Das Rolli Weino. Na, da ist es ja. Rolli Weino, ne? Stimmt ja sogar. Oh Mann. So, hopp. Au. Ups. Hallo? Wo ist mein Rhino? Ist auch da. Gut. Dankeschön. Inselmaschine, geh mir nicht auf den Keks. Weiter geht's. Ah. Hirsche. Nee, Elche sind's. Nee, Hirsche. Sind eigentlich Hirsche. Da hinten ist nochmal ein Faultier, wenn ich es richtig gesehen habe. Den Pelz kann ich noch mitnehmen, warum nicht? Nee, Quatsch, das ist so ein Pferdeding. Das ist das erste Reittier, aber es ist ja nicht in dem Sinne ein Pferd, aber es ist ja, ja irgend sowas, egal. So, ich glaube hier gibt es irgendwie nichts mehr. Oh, eine Qualle. Nee, das, wir gehen hier durch den Wald. Auch wenn es wahrscheinlich komisch wird und nervig. Alter! Ja, jetzt gehen wir hier runter. Wenn wir es irgendwie hinkriegen. So. Irgendwann müssen wir dann halt wieder zurück, weil wir ja in die Bucht rein müssen, ne? Wir sind ja da, wir wohnen ja praktisch da, wo sich die drei Flüsse kreuzen. Und dann entweder zu einem Verein oder der eine spaltet sich auf in den Delta. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ist ja auch egal. Zwischen den zwei Bergen. Nein, ich wollte die Karte zumachen. Es geht ja nicht mit Escape. So, habt ihr es alle auf die Reihe gekriegt oder was? Ja, sieht so aus. Okay, ne, dann mal schlecht. Da ist noch, nee, das ist auch kein Faultier, das ist auch eher so ein anderes komisches Ding. Weiß nicht, was das wirklich sein soll. Es ist ja in dem Sinn kein Pferd, aber was ist es? Ach, halt doch die Schnauze. Was ist es? Kalikotherium. Ich weiß nicht, was ein Kalikotherium ist. Es ist irgendwas Vierbeiniges, was witzig aussieht, wo ich mir vielleicht noch zähmen will. Findet man auch auf der ganzen Insel. So ziemlich. Passt schon. Okay, Rhino ist da. Sid ist auch da. Okay, Sid ist auch da. Wir gehen oben lang, das sind noch ein paar Mammuts. Alter! Ja, nee, ist klar, warte mal. Das ist so blöd, das muss man ein Screenshot von machen. Oh, würdest du jetzt irgendwo hier lang gehen? Danke. Meine Fresse. Batsch. Wo ist der andere? Oh! Ja, da habe ich wieder gut aufgepasst. Aber egal. Weil ich brauche ja eigentlich eh keinen Mammut hier. Ich will ja gar nicht alles zähmen. Die waren jetzt gerade so witzig, da habe ich gesagt, dann nehme ich sie halt mit. Aber eigentlich war es sinnlos. Wolli Rhino, wo ist denn Sid? Ach, da ist er ja. Steht rum. Und die Inselmaschine hat gerade leichte Probleme. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Gerne Like und Kommentar. Ich versuche jetzt die ganze Bagage hier irgendwie nach Hause zu bringen. Und dann sehen wir uns, wenn ich den Rest der Knallköpfe so nach und nach mal herhole. Vielleicht gibt es irgendwas Besonderes zu sehen. 591 immer noch, also scheint das nicht zu essen, okay.
Gerne Like oder Kommentar, gerne Däumchen, gerne was schreiben. Vielleicht auch einen Namen für das blöde Nashorn. Wie gesagt, ich puste jetzt keinen, es tut mir leid. Und dann sehen wir weiter. Bis dahin. Jetzt gucken wir mal, dass wir nach Hause kommen. Ah, wir sind ja gleich aus dem Gebiet raus, aus dem Schnee. Kalikotherium schon wieder. Die werden aber aggro, wenn man zu nah an ihnen dran ist, glaube ich.